Ja, so, vielen Dank, Herr Präsident. Meine Fraktion schließt sich der Herbeizitierung an. Man muss ebenfalls festhalten, dass gestern im Hauptausschuss nicht nur Tagesordnungspunkte zur Diskussion vertagt worden sind, sondern zum Beispiel auch ein 21-3er der Piratenfraktion, der schon vor der Bekanntmachung der Informationen, dass es dort Mauscheleien gab, angemeldet war, weil das gesamte Konstrukt dieses Masterplans in sich und wie mit administrativem Notstand in diesem Land agiert wird und wie damit begründet wird, dass Vergaben nicht ausgeschrieben werden, ebenfalls auf der Tagesordnung stand und es komplett alles weg vertagt war. Weiterhin muss wiederum angemerkt werden, dass wenn sich hier darauf bezogen wird von der CDU, dass der regierende Bürgermeister doch schnell darauf antworten soll. Warum hat Ihre Fraktion im Namen der CDU gestern alle Tagesordnungspunkte bis auf Mitte April vertagt? Warum sind Sie nicht in der Lage gewesen zu sagen, jetzt, dann gibt es eine Sondersitzung zum Beispiel von dem Hauptausschuss, der bietet sich an, der kann sich nicht mit jedem Thema beschäftigen, was in diesem Parlament ist. Es ist von Ihnen sehr schwach zu sagen, das soll doch alles bitte schön der Bürgermeister jetzt demnächst mal machen. Heute ist das Plenum. Das nächste Plenum ist erst wieder in 4 Wochen. Der nächste Hauptausschuss ist erst wieder in 4 Wochen. Sie haben keine Angabe darüber gemacht, was für Sie schnell ist. Für Sie ist schnell anscheinend 4 Wochen. Es reicht für Sie als CDU, dass 4 Wochen lang im Raum steht, dass es Mauscheleien innerhalb dieses Senates gibt. Als Ihr Senator davon betroffen war, haben Sie da anders reagiert? Das ist schon sehr schwach von Ihnen, muss man eigentlicherweise sagen. Sollten Sie sich mal überlegen. Und deshalb ist es geboten, den Regierenden hierher zu zitieren. Wir wissen, dass es eine Mittagspause um 13 Uhr gibt. Es ist kein Problem für den regierenden Bürgermeister, hierher zu kommen und sich diesen Fragen zu stellen. Es ist außerdem nicht möglich, für eine Staatssekretärin diese Vorwürfe, die im Raum stehen, zum Beispiel aufzuklären. Sie müsste sich ja gegen Ihren regierenden Bürgermeister verhalten, außer sie sagt, dass alles so ist, wie es ist und alles supi ist. Deshalb muss der regierende Bürgermeister hier einkommen und der regierende Bürgermeister muss diese Vorfälle selber aus dem Weg räumen und nur er alleine kann es. Und vor allen Dingen die CDU muss sich sehr, sehr, sehr stark überlegen, ob sie hier so abstimmen will, wie sie es eben gerade gesagt hat. Vielen Dank.